Jetzt kommt eine echte Prüfung, Kinder. Das Tal hat ein Gleichgewicht. Verschiebt sich eine Seite, wirkt sie auf alles andere. Durch das Feuer vor zwei Ernten sind viele Beeren gewachsen. Das führte zu mehr Wild und jetzt haben wir zu viele verdammte Wölfe. Man kann sie nicht essen, aber um das Tal im Gleichgewicht zu halten, jagen wir heute Nacht Wölfe. Sie kommen im Dunkeln heraus und durchstreifen das Tal, aber wir werden ihre Höhlen und andere unterirdische Schlafplätze suchen. Bleibt dicht beieinander. Wenn ihr Wölfe jagt, jagen die Wölfe ebenso wahrscheinlich auch euch. Ich kann Alias Anziehungskraft auf mich nicht länger leugnen. Sie kam zu mir, allein, als ich über die Pfade hoch über dem Tal wanderte. Ich weiß nun, dass sie ebenso fühlt. Ich erklärte ihr, warum es nicht geschehen darf. Warum meine Stellung in unserem Volk solche Torheit ausschließt. Warum ich sie nie glücklich machen könnte. Doch all dies änderte nichts. Während ich sprach, suchten meine Arme ihre Nähe und wir umarmten uns. Trotz all der Zeit bin ich immer noch ein Mensch. Sie leben. Gut. Die meisten Verletzten sind sicher, aber die Angreifer sind wieder da.
grüße Sie. Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen können. Am Prinzip will ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Und aber immer einen Spaß haben. Das müssen Sie sein. Ich hatte gehofft, die ziehen Streichhölzer für den Job. Was soll's. Wie lange bist du schon dabei? Ein paar Monate. Aber das ist mein erster richtiger Einsatz. Ich war schon zu lange nicht mehr an der Front. Meine Rolle ist ein. Du? Ich arbeite jetzt ungefähr ein Jahr für Konstantin. Ein alter Kriegskumpan hat für mich gebürgt. Dafür habe ich für eine der Familien in Kiew gearbeitet und musste aus der Stadt verschwinden. Gibt es immer so viele Gelegenheiten? Nein, das ist ein Sonderfall. Genieß es. Meistens sind die Jobs klein und diskreter. Schade. Das hier ist nicht übel. Ja, ich weiß nicht. Ich kriege alles mit, was ich bisher weiß. Anna und Konstantin haben hier draußen das Sagen, aber irgendjemand anders ist der große Drahtzieher. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält. Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt.
Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin, ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann, Sie sind komplett wahnsinnig. Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. Ich habe gesündigt in Gottes Namen. Viel Blut wurde in diesem Tal vergossen. Während ich spreche, fließt noch mehr Blut. Vergib mir. Dass Gottes Werk Opfer fordert, bedeutet nicht, dass ich rein bin. Vergib mir. Seit ich in meiner Jugend die Stigmata empfing, habe ich in deinem Namen gesündigt. Vergib denen, die ich getötet habe, und denen, die in meinem Namen getötet wurden.
Sie wussten nicht, was sie taten. Vergib mir. Vergib mir, denn meine Arbeit ist noch nicht getan. Es wird noch viel mehr Blut vergossen werden. Ihr seid Jäger, jeder einzelne von euch, und ich bin stolz. Die letzte Lektion erfolgt heute. Eine Prüfung für alle Jäger. Heute jagen wir das Einzige, was in diesem Tal noch größer und gemeiner ist als ich. Einen Bären. Wir jagen Bären nur, wenn sie alt und streitlustig werden und in unser Dorf kommen. Und jetzt haben wir so einen Bären. Ich bin ihm zu seiner Höhle gefolgt. Hab ihn durchs Tal streifen gesehen, auf der Jagd nach anderen Tieren. Wir werfen unsere Speere gleichzeitig. Wenn er sich aufrichtet, zielt ihr genau auf sein Herz. Ein Treffer zwischen die Rippen kann jede Bestie töten. Betet, dass es gelingt. Eine zweite Chance bekommt ihr nicht. Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. Thank you.
Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber will uns beide weiterentführen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Ich mir mal an. Bestätigt. Da ist irgendwas. Das sehe ich mir mal an. Verstanden. Thank you.
Croft arbeitet in allen Belangen gegen uns. Jemand hat ein Feuer in ihr entzündet. Lord Croft war zu sehr Theoretiker, ohne Entschlossenheit. Er war ein Feigling. Seine Tochter ist anders. Heute hätte ich fast befohlen, dass niemand außer mir Croft töten darf. Ich fürchte, sie trübt mein Urteilsvermögen. Ich muss daran denken, das Ziel ist kein weiteres Croft-Opfer. Das Ziel ist die göttliche Quelle. Verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich, als wir nur uns beide hatten. Und dann reiß ich mich los, zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Ich habe unseren Feind unterschätzt. Elias ist bei meiner nutzlosen Mission gestorben. Und mein Vater wurde seit 2 Tagen nicht gesehen. Wir brauchen jeden Einzelnen gegen Trinity. Aber offenbar hat man uns den Todesstoß schon vor dem eigentlichen Kampf versetzt. Unser Glaube ist unsere Rüstung. Aber was nützt er gegen einen Feind, der mit jeder Generation stärker wird? Auch wenn wir überleben, werden unsere Kinder ihre Schlacht verlieren.
kommen zurück. Sie waren also in einigen der alten Gräber. Ja, aber ich glaube, alle habe ich noch nicht gefunden. Sie haben noch ein Geheimnis entdeckt, stimmt's? Und ich habe noch mehr Münzen für Sie. Oh, hallo. Oh, natürlich. Es ist ein Rätsel. Aber wenn ich richtig verstehe,